Gerrit Huy ist jetzt der nächste Redner für die AfD-Fraktion. Sorry, das tut mir leid. Die nächste Rednerin. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als ich letzte Woche hier zu diesem Gesetz gesprochen habe, hatte ich Sie darauf hingewiesen, dass mehr als jeder Fünfte in Deutschland arm ist. Und schon deshalb halten wir die Einmalzahlungen für die inflationsgeplagten Armen für richtig und auch den Zuschlag für die Kinder. Heute präsentiert sich das Gesetz aber ganz anders, denn ihm wurde ein richtiger Hammer hinzugefügt. Die sofortige Aufnahme aller Ukraine-Flüchtlinge in Hartz IV. Das bedeutet dann 1.000 Euro mehr im Jahr. Für jeden Flüchtling, nicht einmalig, sondern dauerhaft. Mit der rechten Hand teilt der Staat also einmalig ein Almosen an die schon länger hier lebenden Armen aus. Mit der linken Hand vergibt er gleichzeitig ein dauerhaftes Geschenk an die Ukrainer. Für sie sind die traditionellen Asylbewerberleistungen nicht mehr gut genug. Begründet wird das mit der besseren Integration in den Arbeitsmarkt über die Jobcenter. Tatsächlich kommen aber in erster Linie Alte und Mütter mit Kindern. Wenn die wirklich hier arbeiten wollen, werden jede Menge zusätzliche Kita- und Kindergartenplätze gebraucht. Genügend Betreuungskräfte gibt es schon heute nicht vor. Unsere Asylbewerber verrecken auch nicht mit dem Asylbewerberleistungsgesetz. Oder wollen Sie das behaupten? Dummes Zeug. Können Sie vor Ruhe bitte sorgen, so kann ich nicht reden. Eine Kostenschätzung für dieses Geschenk liegt seitens der Regierung nicht vor. Stand heute wissen wir, dass knapp 600.000 Ukraine-Flüchtlinge bei uns im Land sind. Es könnten aber auch deutlich mehr sein, denn es musste sich nur registrieren, wer sich registrieren lassen wollte. Sie sollen jetzt alle Hartz-IV-Leistungen erhalten, wie ein deutscher Bürger, der 20 Jahre gearbeitet hat, dann ein Jahr arbeitslos wurde und der einen großen Anteil seiner Hartz-IV-Leistungen selbst erarbeitet hat. Wollen Sie das bestreiten? Und bekommt noch nicht mehr als jeder neue Ukraine-Flüchtling. Ist denn das fair? Und wenn der Ukrainer Kinder hat, bekommt er selbstverständlich auch Kindergeld, sogar wenn er gar nicht im Land ist. Das nennt man Anwesenheitsfiktion, denn seine Anwesenheit wird nicht überprüft, so jedenfalls die Bundesanstalt für Arbeit. Alle Ukraine-Flüchtlinge kommen dann auch automatisch in die gesetzliche Krankenversicherung, die chronisch unterfinanziert ist. Denn der Staat zahlt viel zu niedrige Krankenkassenbeiträge für die Hartz-IV-Empfänger. Sie decken nicht einmal die Hälfte der tatsächlich anfallenden Leistungen. Das gesamte Defizit beträgt 10 Milliarden Euro im Jahr. Und raten Sie mal, wer dafür aufkommt? Der Beitragszahler. Seit Jahren finanziert er einen Teil der Hartz-IV-Krankenleistungen mit, wurde aber nie dazu gefragt. Und dazu passt natürlich ins Bild, dass Minister Lauterbach noch für dieses Jahr weitere Beitragserhöhungen vorausgesagt hat. Und dieses eine Mal wird Minister Lauterbach wohl recht behalten. Jetzt wage ich auch mal eine Voraussage. Unsere Gerechtigkeit in der Ampel werden sicherlich nicht lange hinnehmen, dass es hier zwei Klassen von Flüchtlingen gibt. Die Alten mit den guten Leistungen und die Ukraine-Flüchtlinge mit den richtig guten Leistungen. Ist ja irgendwie rassistisch. Geht ja gar nicht. Daher werden Sie noch in dieser Legislaturperiode ein weiteres Gesetz hier einbringen. Weg mit dem Asylbewerberleistungsgesetz. Her mit Hartz IV für alle, die zu uns kommen. Geld spielt keine Rolle. Das wäre dann der endgültige Ausverkauf unseres Sozialsystems. Aber schon das heutige Gesetz stellt natürlich einen klassischen Pull-Faktor für neue Flüchtlinge dar. Erst recht, wenn dieses Land dann nach jahrelangem Krieg, also die Ukraine, nach jahrelangem Krieg, Außenministerin Baerbock will ja erstmal Putin besiegen, komplett zerstört am Boden liegt. Dieses Signal wird auch andere Länder erreichen. Frau Kollegin, Sie kommen bitte zu Ende. Ja, letzter Satz. Zum Beispiel die USA, den Anführer unserer westlichen Wertegemeinschaft. Der lässt nämlich nur solche Ukraine-Flüchtlinge ins Land, die einen Bürgen für ihre Kosten nachweisen Frau Kollegin, können. Und dreht Sie kommen bitte zu Ende. Euren Antrag besser. In Deutschland, da geht es leichter. Genau Frau so ist es. Dankeschön. Kollegin. Der
Kollege Jens Törtrine hat das Wort für Das folgt für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Klaus Stöber. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wie Sie vielleicht wissen, ich arbeite ja schon seit 30 Jahren als Steuerberater. Und da hält man sich auch öfters mal mit einem Mandanten über Steuerpolitik. Und da wird man natürlich oft gefragt, warum ist das alles so kompliziert in Deutschland? Da wird ja nicht nur die Höhe der Steuern bemängelt, sondern eben auch die Transparenz und die Ungerechtigkeit, wie sie viele empfinden. Und ich bin ja 6 Monate im Bundestag und ich denke mal, ich kann inzwischen meinen Mandanten die Frage beantworten. Es liegt wahrscheinlich daran, dass einige schon mehr als 12 Jahre hier im Bundestag sitzen und den Bezug zur Realität verloren haben. Es liegt vielleicht auch daran, dass in den Fachausschüssen nicht unbedingt Fachleute sitzen, was ja gar nicht despektierlich gemeint ist, sondern man kann ja nicht erwarten, dass im Finanzausschuss 42 Steuerexperten sitzen. Ja, aber was man erwarten kann, ist, dass diejenigen sich zumindest dann kundig machen bei Fachleuten. Und Fachleute gibt es ja. Es gibt ja das schöne Instrument der öffentlichen Anhörung. Und Kollege Schrodi, da muss man schon eine ganz dicke rosa-rote Brille aufsetzen, wenn man den Eindruck gewonnen hat, dass die Experten der Meinung waren, das war alles super, ihr Gesetzesvorschlag. Richtig ist doch, und ich denke mal, die CDU sieht das genauso, dass fast alle Sachverständigen Zweifel geäußert haben, insbesondere an der Entfernungspauschale. Sie haben Zweifel geäußert, ob die Entfernungspauschale ab 21 Kilometer gerecht ist. Sie haben Zweifel geäußert, ob die 3 Cent, die Sie ab 21 Kilometer gewähren, ausreichend ist angesichts der derzeitigen Inflation. Und ich habe das ja in meiner Rede schon mal angeführt. Ich will Ihnen das nur mal sagen. Bei 3.000 Euro brutto, ja, und 30 Kilometer Entfernung, da sind das gerade mal 19 Euro im Jahr. Und davon wollen Sie als Entlastung sprechen. Das ist doch lächerlich. Und noch größeren Kritik gab es bei der Energiepreispauschale. Haben Sie ja auch als große Erfindung der Koalition dargestellt. Der Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände hat auf 4 Seiten dargestellt, dass Ihr Gesetzesentwurf praktisch nicht umsetzbar ist. Ja? Und der Deutsche Finanzgerichtstag, das nenne ich irgendjemand, das ist jemand, der zum Beispiel entscheidet darüber, wenn jemand klagt, zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen entscheidet. Das heißt also, die Leute, die sich auskennen, die sagen, angesichts der Kompliziertheit dieser ganzen Energiepreispauschale empfehlen diese steuerfrei direkt auszuzahlen. Das sagt der Deutsche Finanzgerichtstag. Das können Sie nachlesen, Herr Schrodi. Und Frau Heisel, Ihr Kollege Lindner ist ja heute nicht da, aber mit der Energiepreispauschale können Sie auch eine ganze große Bevölkerungsgruppe aus. Rentner werden überhaupt nicht bedacht. Das sind 21 Millionen Bürger, die keine Energiepreispauschale erhalten. Und von diesen 21 Millionen zahlen jetzt schon rund 8 Millionen Bürger, also Rentner, Steuern. Wieso bekommen die keine Energiepreispauschale? Nun könnte man ja erwarten, dass nach der Anhörung und den Vorschlägen der Experten dieser Gesetzesentwurf überarbeitet wird und vielleicht in geänderter Form hier vorgestellt wird, aber nichts dergleichen. Das Gesetz wird so, wie es eingebracht war, wird es hier auch beschlossen. Und das, denke ich mal, ist das, was die Bürger nicht verstehen können. Wenn man tatsächlich Einwendungen hat gegen so ein Gesetz und Fachleute sagen, das ist nicht umsetzbar und es ist auch nicht freundlich den Bürgern gegenüber, dass trotzdem das 1:1 umgesetzt wird. Das geht so nicht. Wir haben hier als AfD-Fraktion einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht. Der sieht unter anderem vor 40 Cent ab dem ersten Kilometer. Das geht zum Beispiel auch für Arbeitnehmer, die nicht die Möglichkeit haben, für 100 Euro mit dem Hubschrauber zur Arbeit zu fliegen. Wir wollen den Grundfreibetrag auf 12.600 Euro erhöhen. Das würde nicht nur die kleinen und mittleren Einkommen, Ihr Klientel, Herr Schrodi, entlasten, sondern auch die Anzahl der steuerpflichtigen Rentner deutlich reduzieren. Die müssen nämlich jetzt auch schon Steuererklärungen abgeben. Jedes Jahr werden es ungefähr 100.000 mehr. So, und wir wollen auch alle Freibeträge und Bauschbeträge zum 01.01.2022 inflationsbedingt anpassen. Und die Energiepreispauschale muss so ausgestaltet werden, dass sie auch praktisch umsetzbar ist. Und aus unserer Sicht wäre sie am besten umsetzbar, wenn sie steuerfrei ausgezahlt würde. Sie hätten die Möglichkeit, das ganz unkompliziert über die Steueridentennummern, über die Rententräger an die Rentner, an die Steuerpflichtigen auszuzahlen. Dieser Gesetzesentwurf Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Abgeordneter. Dieser Gesetzesentwurf entspricht nicht der Realität. Wir lehnen ihn deswegen ab. Vielen Dank. Herr Schrodi, machen Sie doch eine Intervention. Ich beantworte das gern.
Und es folgt für Bündnis 90. Das Wort erhält für eine Kurzintervention der Abgeordnete Kai Gottschalk. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, für das Zulassen. Ja, Frau Hagen, ich weiß nicht, Sie waren wahrscheinlich auch nicht in der Anhörung. Mein Kollege Stöber hat eben ja gesagt, wenn man vielleicht keine Ahnung hat, dann sollte man sich wenigstens einarbeiten. Erstens, das 9-Euro-Ticket, ja, brauchen Sie nicht zu lachen, ist befristet auf 3 Monate. Das heißt, Sie unterstellen wahrscheinlich, dass in 3 Monaten dann wieder alles in der Energiewelt und mit der Inflation in Ordnung sei. Zweitens, was Sie hier als Wohltat verkaufen, nämlich den Grundfreibetrag anzuheben, dazu sind Sie nach verfassungsgerichtlichem Urteil verpflichtet, nämlich das Existenzminimum freizustellen. Und alle, ich betone, alle Sachverständigen in der Anhörung haben ausdrücklich betont, dass diese Anhebung, die Sie jetzt angeblich großzügig vornehmen, jetzt schon nicht die erreichte Inflationsrate wird ausgleichen müssen. Das heißt, da werden Sie nachlegen müssen. Selbst der DGB hat gesagt in dieser Anhörung, dass Sie die Anhebung für nicht angemessen halten. Leben Sie da in einer Parallelwelt an dieser Stelle? Des Weiteren verschweigen Sie, dass Sie doch für die Energiekosten und den Anstieg verantwortlich sind. Sie reden von einer fossilen Inflation. Fahren Sie zum einen mal in die europäischen Nachbarländer und Sie haben wohl vergessen, dass Sie festgelegt haben, 25 Euro pro Tonne CO2 ab 21, 30 Euro pro CO2-Tonne an diesem Jahr, 35 Euro, 45 Euro und gar 55 Euro im Jahr 2025. Ihre Regierung und Ihre Politik sind die größten Preistreiber hier im Bereich der Energie. Das sollten Sie vielleicht den Menschen da oben mal sagen. Ganz zu schweigen von Ihrer Energiesteuer, ganz darauf zu schweigen, dass Sie Mehreinnahmen von mehr als einer Milliarde Euro bei den gestiegenen Energiepreisen auf Sprit haben. Und dann noch zu sagen, dieser sogenannte Heizkostenzuschuss, das zeigt Ihre Ahnungslosigkeit. Gute Kosten. Die pendeln. Das sagen Sie mal einem Rentner, der auf dem Land wohnt, der auch einkaufen muss. Also bitte, Sie leben wirklich in einer Parallelwelt und Ahnung haben Sie nicht. Tut mir leid. Möchten Sie erwidern? Ich weiß doch, dass Unternehmen, Marktakteure genannt, besser auf Anreize reagieren als auf Strafen. Das zeigt ja im Grunde auch der begrenzte Erfolg bei der Ausgleichsabgabe, also der Strafteil dieses Unterfangs. Nur jedes vierte Unternehmen, das eigentlich verpflichtet wäre, Behinderte zu beschäftigen, tut das nicht. Das ist nicht gerade ein Erfolgsmodell. Meine Damen und Herren, Fakt ist, Arbeitslosigkeit belastet das Leben von Menschen schwer. Das Leben von Menschen mit Behinderung wird noch ungleich schwerer belastet. Obwohl es einen enormen Mitteleinsatz gibt, um Behinderte in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist Deutschland im europäischen Vergleich auf dem letzten Platz, was die Lücke angeht zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Armutszeugnis. Außerdem muss man festhalten, dass jeder sechste Mensch mit Behinderung in Deutschland über keinen Schulabschluss verfügt, jedenfalls in der Altersgruppe 25 bis 44 Jahren. Und das ist eben auch ein Grund, warum die Teilhabe am Arbeitsleben so hinter der Normalität zurückliegt, der Menschen, die keine Beschäftigung haben. Auch hier gibt es also einen grundlegenden Handlungsbedarf. Auch hier könnte man eigentlich mal eine Zeitenwende fordern, aber das Thema scheint Ihnen nicht wichtig genug zu sein. Generell muss umgedacht werden, das ist also eine gesamtgesellschaftliche, vor allem eine politisch wichtige Aufgabe, Menschen mit Behinderung stärker in den Fokus zu rücken. Wir als AfD-Fraktion werden uns weiterhin intensiv für eine Chancenverbesserung für Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt einsetzen und weiterhin auch sinnvolle Vorschläge unterbreiten, wie zum Beispiel eine Ausweitung des Budgets für Ausbildung und Arbeit sowie eine existenzsichernde Entlohnung für die Beschäftigten unterstützen. Und da kommen wir zu einem wichtigen Thema. Das sind nämlich Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten beschäftigt sind. Wir reden hier immer alle von Menschenwürde, Sie besonders gern und besonders viel. Aber wie kann es eigentlich sein, dass die Mehrzahl der Werkstattbeschäftigten mit dem, was sie verdienen, den eigenen Lebensunterhalt nicht bestreiten können? Da läuft ihre ständig wiederholte Floskel, die Würde des Menschen ist unantastbar, völlig ins Leere, und dafür sollten Sie sich auch schämen. Meine Damen und Herren, es gibt viel noch zu sagen zu diesem Thema, aber die Redezeit ist mit 4 Minuten eng bemessen. Wir brauchen Verbesserungen beim Budget für Ausbildung, bei der Eingliederungshilfe. Wir müssen entbürokratisieren, um die Antragsverfahren und die Zugänge zu Zuschüssen für Arbeitgeber zu verbessern. Wir als AfD-Fraktion sagen ganz klar, junge Menschen, vor allem junge Menschen mit Behinderung, müssen gefördert werden. Wir brauchen sie als Fachkräfte von morgen. Auch das könnte ein Beitrag zur Fachkräftesicherung sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.